Moin Leute, weiter geht's. Die nächste Folge UFC 2. Wir haben in der letzten Folge gegen Damien Maia den Titel errungen und den wollen wir jetzt verteidigen. Ja, wir haben sogar Aufgäbelchen bekommen. Wir müssen K.O. höchstens 30 Mal abblocken. Und was war das andere noch? Kein Takedown, glaube ich. Das sollten wir alles hinkriegen. Ja, Standtraining brauchen wir nicht. Da sind wir ziemlich gut dabei. Ground and Pound brauchen wir nicht. Rückenposition. Submission-Verteidigung könnte man machen. Einfach so als Passivwert. Clinch. Clinch-Kontrolle ist vielleicht auch nicht schlecht. So hoffen wir, dass wir uns nicht dabei verletzen. Ja. Das ist alles aber minimal. Das ist jetzt nicht so dramatisch. So, Leute. Und dann nochmal eigener Kämpfer. Da gibt es nochmal Pünktchen zum Verteilen. Diese hier zum Beispiel. Switch Overhand. Und schwerer Rear Uppercut können wir auch nochmal ein Höhe hochschrauben. Und dann geht's weiter mit dem nächsten Fight. Der nächste Titelkampf. Auf geht's. Ich glaube aber, dass wir den verteidigen jetzt nur einfach, ne? Das ist jetzt nicht ein Titelkampf in einer höheren Klasse, glaube ich. Na, dann wollen wir auch die Champion-Hose tragen, oder? So, manchmal habe ich das Gefühl, das Spiel kackt ab, weil der Ton dann manchmal so leckt. And the National Wrestling Champion, Johnny Hendricks. Ach was, aber es ist Weltergewicht. Also, wir haben hier nichts zu gewinnen, nur was zu verteidigen. Our tale of the tape for this welterweight championship fight. Hendricks is 10 years his elder. Lights out is 3 inches taller. Hendricks will have a 3-inch reach advantage. Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And when the action begins, our referee in charge of the octagon. So, das kennen wir ja, ne? Wir beeilen uns. Auf geht's. Lights out. Ready. Johnny Hendricks. And here we go. The welterweight belt is on the line. So, geht über 5 Runden immer ein Titelkampf, ne? 5 minute rounds. One thing. Oh, he's rocked him. Oh ja. Oh ja, der war auch nicht schlecht von ihm. Nice head kick. Oh, big spinning back fist. Ah? Good defense with the parry. Oh, Superman punch. Inside leg kick by Lights Out. He's got Oh, Vorsicht, 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 Vorsicht. Einen Scheiß werden wir haben. Ah, das waren gute Treffer. Ach komm, ey. Just missed. Man, he rocked him with that spinning back fist. Ouch. Oh no, nein, 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 nein. Noch ist alles gut, noch ist alles gut. Halb so wild, halb so wild. Aber wir haben hier Probleme.
Oh ja! Oh ja! Na, schade. Ah, den wollte ich auch haben. Hendricks gets nailed by that head kick. Looking for the single. Good takedown by Big Rick. Not many fighters have better wrestling credentials. Four-time All-American, two-time national champion. So, kommen wir in die Top Mount? Kommen wir. Er kommt in die Top Mount. And there's a reversal. Hendricks gets it to half guard. Nice sweep. Great transition to top position. Ah, ein paar Sekunden nur noch. Und time is out. Also Runde ist vorbei. Ja. Also leichte Vorteile für einen Gegner. Boah, das war ein bitteres Ding. Da habe ich schon gedacht, es wäre vorbei, aber Gott sei Dank konnten wir uns da schnell erholen. Also, der Trainer sagt, dass der Gegner eher auf Defensive aufschauen soll, noch mehr. So, weg von den Bitches, weiter geht's. Round 2. That last round was an all-out brawl. If they continue. Und das ist ein exzellenter Start hier. He's got heavy leg kicks. Oh ja. Nice parry there. Oh, one of the most decorated wrestlers in UFC history, putting his hands on display. Tagged him. That's a big elbow, Joe. Huge elbow. What a brawl. These guys are going off. Nasty knee to the body. Aua. Böses Ding. Ah. He sees that coming and parries it away. The huge head kick is blocked. Ah, der ist sehr gut in der Defensive, ne? Das nervt mich gerade ein bisschen. Müssen wir jetzt echt geduldig sein. Under 3 minutes. Hendricks with the punch to connect. Oh, und wir sind eingeschränkt jetzt. Scheiße. Aber er setzt nicht nach. Der zweite richtig böse Niederschlag und der nächste. Und das könnte es gewesen sein. Ah, noch nicht. Wir kommen in die Top Mount. Nein, von wegen. Er kommt in die Top Mount. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Der nächste Niederschlag. Und das ist es gewesen, das ist es gewesen. Das gibt es nicht. Der Titel ist futsch. Boah. Let's check out the action on our fight replay. And let's take a look at the replay. This is the shot that drops him. Perfect technique. Ja, es war auch überfällig. Also, wir mussten so oft auf die Bretter. Und die Hammerfist. Oh, ich kann es mir nicht angucken. Scheiße, Leute. Ein Kampf und der Titel ist weg. 3 minutes, 37 seconds of round number 2. Declare the winner by knockout and new.
Das kann ich mir nicht angucken. Oh, und McGregor gegen Diaz. McGregor hat verloren. Oh Mann. Oh Leute. Oh Leute. Unsere Karriere droht zu enden. Oh, 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 oh. Ja, wir hätten hier einfach nur noch den K.O. Dann wäre alles gut gewesen. Und so sind wir auch, was die Langlebigkeit angeht, mit dem Rücken zur Wand. Ich bin gespannt, wie es nach dem nächsten Kampf aussieht. Oh, wow, 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 wow. Ob wir ihn direkt nochmal wieder zurück herausfordern können oder nicht, ich weiß es nicht, wie das so abläuft. Oh Mann, ey. Bitterer Kampf, ganz, ganz bitterer Kampf. Es läuft nicht gut und deine Popularität sinkt. Langsam wird es schwer, Kämpfe für dich zu finden, die die Fans wirklich sehen wollen. Wenn du in der UFC bleiben willst, musst du im nächsten Kampf ein Ausrufezeichen setzen. Ja, das ist mir schon klar. Also es ist, sieht übel aus. So, Kampfangebote. Lass da auch diesen Typ nochmal dabei sein. Ja, wir kriegen einen Rückkampf. Aber wir müssen hier aufs Ganze, auf alles gehen, ne? Wir müssen hier aufs Ganze gehen. So, Rückkampf. 20 zu 3 ist immer noch okay. Oh Mann, ey. Müssen wir trainieren? Ich will gar nicht trainieren eigentlich. Naja, Ground and Pound, das bringt uns alles überhaupt gar nichts mehr, ne? Ach, Scheiße. Heute fängst du unten in der Halfguard. So. Beenden. Ja, ich könnte das auch alles nochmal selber machen, aber ich simuliere das, Leute, weil wir dann einfach viel Zeit sparen und ich hier nur 10 Stunden habe mit EA Access. Keine Ahnung, Submission, Verteidigung, whatever. Puh. Auf geht's. Auf geht's, Rückkampf. Und jetzt wollen wir uns den Titel wiederholen. Natürlich der Hauptkampf in Chicago. Warum nicht in Las Vegas? Naja, whatever. So Leute, auf geht's. Ich überspringe den Anfang, dass wir direkt starten können. Das kennen wir ja alles. Ne, das nimmt uns nur Zeit weg. Ich meine, es erhöht die Stimmung. Das ist klar, aber trotzdem. Coming up next, it's a welterweight title fight between Johnny Big Rig Hendricks and Lights Out. Los geht's, Leute, auf geht's. Und jetzt zeigen wir ihm mal, dass wir es auch besser können. Championship matchup has taken a life of its own. There has been so much back and forth banter, so much bad blood. This is by far one of the biggest title fights in UFC history. As this fight, ja, der hat eine super geile Verteidigung, ja, und kontert immer. Das ist so mies. The magnitude of this competition. This is a huge fight, a huge championship fight with massive implications in the entire sport. Ton of oh yeah. Possessed by both of these men. Good defense and a right hook by Hendricks. Nice block of the punch to the head. Really swung for the fences with that hook, but misses. And he's in full guard. Dishes elbow. He does.
wir müssen hier raus. Sehr gut. Ah, er lässt uns kaum eine Chance hier, ne? Meine Fresse nochmal. Aber wir haben ihn auch heftig getroffen. Und er ist Wrestler, ne? Man merkt es. Wir müssen ihm jetzt einfach hier, weil er jetzt gerade wirklich Probleme hat. Oh, das gibt's nicht. Wir müssen jetzt nachsetzen und das könnte es gewesen sein. Das könnte es gewesen sein. Wir haben ihn wieder, Leute. Wir haben ihn wieder. Sehr geil. Und das könnte unsere Karriere jetzt verlängern. Oh, da hat er einfach, da konnten wir einfach mit der Superman Fist oder wie es heißt, richtig gut immer durchkommen. Wow. Das war irre wichtig. Ladies and gentlemen, Referee Dan Mergliana has called a stop to this contest at 3 minutes, 13 seconds of the very first round. Declaring the winner by knockout and new undisputed UFC. Also, wir sind keine Eintagsfliege. Er ist es. Lights out is the new UFC welterweight champion. Sauber, Leute. Sauber. So, und wir kriegen die Stufe voll, Leute. Wisst ihr, was das heißt? Die Langlebigkeit erhöht sich noch ein bisschen. Oh, aber nicht sehr viel. Scheiße. Na gut. So, wir gucken mal auf die Statistik. Und da sehen wir doch ein deutliches Plus von uns. Also, sehr gut. Wir konnten die Folge wieder korrigieren, die Ausgangsposition wieder herstellen. Ja, beim nächsten Mal müssen wir uns wieder erwehren, bewähren. Und ja, ich bin gespannt. Ob wir dann wieder gegen ihn hier kämpfen oder ob er jetzt erstmal weg vom Fenster ist. Ah, Johnny Hendricks. Ich glaube, er wird auch der Nächste wieder sein. Also das könnte jetzt immer hin und her gehen, bis mal einer zweimal in Folge verliert. Nein, Augusto Montano wird hier der nächste Gegner sein, um den wir uns kümmern müssen. Und das machen wir in der nächsten Folge, Leute. Danke fürs Zuschauen. Macht es gut. Bis dann. Wir stehen hier kurz vorm Karriereende, aber mit ein paar Siegen können wir die Karriere durchaus noch ein bisschen verlängern. Vielleicht sogar in die nächste Klasse hochgucken. Aber erstmal müssen wir den Kampf jetzt erfolgreich einmal verteidigen. Den Gürtel. Also, macht es gut, Leute. Und bis dann.